Hier muss doch unbedingt was geschehen, Martin. Natürlich, aber es ist nicht mein Revier, Vinzenz. Ich kann nicht mehr tun, als unentwegt zu versuchen, den Baron an die Strippe zu kriegen. Und? Entweder ist nicht da, oder ist auf einer Besprechung. Also wenn du mich fragst, der lässt sich verleugnen. Na, schau mal. Überall der Käfer drin. Da muss jemand her, der das wieder in Ordnung bringt. Was ist denn mit der Baroness? Ich bin morgen sowieso in München, da habe ich mich auch mit ihr verabredet. Was willst denn du in München? Oh, Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Was wollen die von dir? Morgen bin ich schlauer. Vielleicht wirst du strafversetzt. Bei dir drüben im Revier sieht's auch nicht besser aus als hier beim Baron. Ich weiß, aber was soll ich machen? Mit unseren paar Leuten schaffe ich das einfach nicht. Du, was ist denn eigentlich mit dem Schloss? Wieso? Der Hertha und ich, wir sind ein paar Mal dran vorbeigegangen. Da stand ein Möbelwagen im Hof, als ob das Schloss ausgeräumt würde. Und das Restaurant? Geschlossen. Ach, das ist ja wirklich merkwürdig. Ich kann ja morgen mal sachte auf den Busch klopfen, wenn ich Silva von Benrich sehe. Es ist unwahrscheinlich, dass sie nichts davon weiß. Und bitte, leg ihr dringend ans Herz, dass hier was geschieht. Wenn das so bleibt, das reinste Eldorado für Borgenkäfer. Es ist doch nicht möglich. Ja, haben Sie davon gar nichts gewusst? Nein. Entschuldigen Sie, ich muss das jetzt erstmal verdauen. Bitte schön, nehmen Sie doch Platz. Nein, danke, ich schaue mich erstmal ein bisschen um. Was? Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Herr Bieler muss doch den Brief bekommen haben. Das war ein Einschreiben. Ja, wann sagten Sie? In 8 Wochen. In 8 Wochen? Ja, das ist ja in 2 Monaten. Ja. Oh, wie sollen wir denn in 2 Monaten eine neue Bleibe finden? Schön, Berlin. Wirklich schön. Genau das, was wir brauchen. Und das wird das Zimmer von der kleinen Jasmin. Aber geweißelt muss natürlich alles werden. Das wissen Sie ja selbst. Besen rein hinterlassen, meinen Sie? Besen rein. Ja. Nein. So wie Sie sich das vorstellen, geht's ja nun wirklich nicht. Ihr Vater kann uns nicht einfach rauswerfen. Rauswerfen? Herrn Bieler ist ordnungsgemäß gekündigt worden. Und wenn hier im Hause offensichtlich Briefe nicht gelesen werden, Entschuldigung, aber das ist nicht unser Fehler. Moment, Moment. 2 Monate kommt überhaupt nicht in Frage. Schließlich gibt's noch einen Mieterschutz. Aber bei Eigenbedarf ist er eingeschränkt. Also, passen Sie mal auf, wenn Sie bis dahin nichts gefunden haben sollten, dann können wir natürlich... Bitte, der Termin bleibt, ja? Außerdem, der Wasserhahn tropft und das werden Sie auch richten lassen. Einen Teufel werde ich tun. Hallo, Angelika. Hallo, Martin. Na, hast du meine Mutter erreicht? Ja. Du kannst die Kinder morgen abholen, wenn du in München fertig bist. Wann musst du denn im Ministerium sein? Ach, erst um 12. Vorher treffe ich noch Silva von Bernried. Du, ich war eben mit Vinzenz im Bernriedschen Wald. Das ist eine Katastrophe. Da scheint sich niemand mehr zuständig zu fühlen. Naja, und auf dem Schloss... Was ist mit dem Schloss? Irgendwas stimmt da nicht. Der Bernried, der soll ja auch mit seiner Glashütte in finanziellen Schwierigkeiten stecken. Ja, das ist Gott sei Dank nicht meine Sorge. Und du hast überhaupt keine Ahnung, was die Ministerien von dir wollen? Keinen blassen Schimmer. Ja, aber man wird doch nicht einfach so nach München gerufen. Martin... Du, ich weiß nicht, ich habe ein ungutes Gefühl. Verlauf dich nicht in München, Papa. Hat denn keiner von euch beiden Lust, mitzukommen? Oh, Lust schon, aber leider keine Zeit. Vielleicht wärst du ja befördert. Ach, Quatsch. Deshalb wird man doch nicht das Ministerium bestellt. Kann doch sein, oder? Kann nicht sein. Angelika hat ein ungutes Gefühl.
Hört allein, du siehst jeden Tag jünger aus. So, das wundert mich. Du, ich war gerade mit Martin drüben im Wald vom Baron. Ich sag dir, da schaut's aus. Die reinste Katastrophe. Alles verlottert, überall der Käfer drin. Da muss unbedingt jemand her, der die Sache wieder auf Vordermann bringt. Warum sagst du denn nichts? Darf ich dir mal einen Brief vorlesen? Aber ja. Sehr geehrter Herr Bieler, da mein Sohn aus beruflichen Gründen in den Bayerischen Wald umsiedeln möchte, seine familiäre Situation und so weiter, muss ich Ihnen leider wegen Eigenbedarf kündigen. Kommt dir der Brief bekannt vor? Ich hätte es dir schon gesagt in den nächsten Tagen. So, hättest du. Na, bravo. Ich wollte nicht, dass du dir unnötig Sorgen machst. Ach, unnötig Sorgen, wenn wir in 8 Wochen auf der Straße sitzen. Ah, so schnell schießen die Preußen nicht. Hast du den Brief durch Zufall gefunden? Nein, ich habe ihn gesucht. Der Mann war nämlich mit seiner Frau vorhin da. Das ist dumm. Ja, allerdings, das ist dumm. Herr Talein. Ich habe mich ja schon im Dorf umgehört. Eventuell können wir die Hälfte vom Platz hinter seinem Reihenhaus mieten. Und möglicherweise auch... Eventuell, möglicherweise. Mit Eventualitäten ist uns nicht gedient. Weißt du, wie schnell 8 Wochen rum sind? Ach, Herr Dada, sind 2 Monate. Tatsächlich. Das ist zufällig dasselbe. Ach ja? Ach ja. Blöd, Mann. Am besten, du fängst gleich an zu weißeln. Kann ich doch gar nicht. Ja, dann lernst es eben. Entschuldigung, Martin, dass ich Sie so lange warten lasse. Das macht doch nichts. Wir haben uns lange nicht gesehen. Sie sehen gut aus, Silber. Danke. Aber um mir das zu sagen, sind Sie sicherlich nicht hergekommen. Nein, ich versuche seit Wochen, Ihren Onkel zu erreichen. Maximilian? Ich habe erst heute Morgen mit ihm telefoniert. Na ja. Für mich scheint er nicht zu sprechen zu sein. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Silber... Was ist mit Ihrem Wald los? Mit meinem Wald? Keine Ahnung. Ich denke, mein Onkel hat alles fest im Griff. Eben nicht. Der Wald ist in einem katastrophalen Zustand. Das wundert mich aber. Wissen Sie auch nicht, was mit dem Schloss los ist? Sie sagen das so komisch. Was ist los, Martin? Silva, ich glaube, Sie sollten dort mal nach dem Rechten sehen. Warum? Mein Onkel hat gesagt, er kümmert sich um alles. Und das Restaurant läuft ausgezeichnet. Und das Restaurant ist geschlossen. Geschlossen? Das glaube ich nicht. Wann können Sie kommen? Halten Sie es denn für so dringend, dass ich komme? Ja. Jetzt muss ich leider gehen. Ich glaube, Ministerialräte warten nicht so gern. Silva, wenn ich irgendetwas für Sie tun kann... Rufen Sie mich an, ja? Das mache ich. Sie haben mir richtig Angst gemacht, Martin. Kommen Sie, Herr Rombach. Grüß Gott. Guten Tag. Hatten Sie eine gute Fahrt? Ja, ja, danke, danke. Die Autobahn war gar nicht voll. Setzen wir uns doch. Okay. Einen Kaffee? Ja, gern. Fräulein Döpfner, 2 Kaffee, bitte. Sie wundern sich bestimmt, warum wir Sie nach München gebeten haben. Ja, weil mein Revier ist ja eigentlich der Oberforstdirektion in Regensburg unterstellt. Wir suchen einen fähigen Beamten für die Leitung des Maschinenbetriebs Oberbayern. Und dabei sind Sie auf mich gekommen?
Überrascht Sie das? Ehrlich gesagt, ja. Ich bin erst seit ein paar Jahren im Staatsdienst. Und vorher waren Sie im Holzhandel tätig. Und das, Herr Rombach, hat uns auf Sie aufmerksam gemacht. Also das verstehe ich jetzt nicht ganz. Betriebswirtschaftliches Denken, Managerqualitäten, Organisationsfähigkeit, das alles dürfte Ihnen aus Ihrem früheren Beruf nicht fremd sein. Und genau diese Fähigkeiten sind die Voraussetzung, den Maschinenbetrieb Oberbayern zu führen. Danke. Danke. Zucker, Milch? Nein, nein, schwarz. Sie sagen dir gar nichts. Auf meiner Herfahrt habe ich mir natürlich schon so meine Gedanken gemacht. Aber auf dieses Angebot wäre ich nie gekommen. Würde eine Position dieser Art Sie denn reizen? Mein Dienstort wäre dann München. Ja. Von Garmisch bis Ingolstadt, von Landshut bis Altötting. Sie hätten ein großes Gebiet zu betreuen. Eine Position mit Zukunftsperspektive, Herr Rombach. Mit etwas Glück können Sie sogar bis zum Regierungsdirektor bringen. Aber es würde auch einen Umzug nach München bedeuten. Tausende, die nach München ziehen, würden das nicht gerade als Strafe betrachten. So habe ich das auch nicht gemeint. Ich denke, Ihre Familie wird da noch ein Wörtchen mitzureden haben. Ja. Aber da rennen Sie wahrscheinlich offene Türen ein. Ich darf also annehmen, dass Sie interessiert sind? Sehr sogar. Papi, müssen wir jetzt gleich fahren oder können wir noch ein bisschen spielen? Zum Spielen ist jetzt wirklich keine Zeit mehr. Packt schon mal eure Sachen zusammen, okay. Ja? Okay. Ich freue mich natürlich auch, Mutter. Weißt du, es ist nicht so, dass mich dieser Job nicht reizt. Sehr sogar. Nur, wir müssten Falkenau verlassen und Küblach. Küblach verlassen? Was für ein Drama. Ich weiß, du hast Küblach nie gemocht. Nein, ich habe Küblach nie gemocht. Das sagen sich doch die Füchse gute Nacht. Das hast nur du so empfunden. Ach, Martin, mach dir doch nichts vor. Ein Kurzurlaub im Bayerischen Wald. Von mir aus. Aber auf die Dauer. Ganz nebenbei habe ich in Küblach auch einen Beruf. Das scheinst du immer zu verdrängen. Und München? Wenn ich dich recht verstanden habe, dann würdest du doch die Karriereleiter ein paar Sprossen nach oben fallen. Oder irre ich mich? Habe ich dir eigentlich schon gratuliert? Nein, das hast du nicht. Martin, ich gratuliere dir von ganzem Herzen. Ja, ja, ist schon gut. Aber sag jetzt nicht zu mir, ich bin stolz auf dich. Doch, Martin, ich bin stolz auf dich. So, jetzt müssen wir aber los. Peter, Rika, kommt ihr? Ich kann es noch nicht fassen. Thank you.
Bernried, bitte mein Onkel. Onkel Maximilian, hier ist Silva. Ich bin in Bernried. Keine telefonischen Erklärungen. Ich erwarte dich hier und zwar sofort. Jetzt gib du mir mal einen Rat. Ja, ja, ich weiß schon, in Küblach bleiben. Eine Großstadt ist nichts für einen Jagdhund. Und auch nichts für einen Förster. Aber das zählt nicht. Du brauchst mich gar nicht so anzuschauen. Herrchen geht nach München und der Hund kommt mit. Soll ich dir mal was verraten? Aber nicht weitersagen. Was meinst du dazu? Und später, Eiker, später vielleicht sogar einmal Regierungsdirektor. Was hast du denn gegen eine Beförderung? Na schön, ich weiß, das ist nicht alles. Aber ich habe eine Familie, Eiker. Ich muss an die Zukunft denken. Jetzt schauen wir mal, was die anderen dazu sagen. Sie werden sehen, Herr Huber. Die Salbe wird Wunder. Vielen Dank, Frau Doktor. Wiederschauen. 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 Dass Papa gestern Abend keinen Ton mehr gesagt hat? Kein Ton ist leicht übertrieben. Rein administrative Sachen werden in München besprochen worden. Und nur darum hat man ihn nach München kommen lassen? Eben. Da ist doch was faul. Oberfaul. Und heute Morgen in aller Herrgottsfrühe abhauen, ohne einen Ton zu sagen? Sitzt du gut? Klar, warum? Hat mich Martin gestern gefragt, als er aus München angerufen hat. Also da macht man sich auf was wirklich Ungeheuerliches gefasst. Was kam? Heiße Luft. Fragt mich, ob ich gut sitze, nur um mir mitzuteilen, dass er gut angekommen ist. Also da stimmt doch irgendwas nicht. Du sollst sofort aufs Schloss kommen. Sind Angelika und Andrea nicht da? Mm-mm. Und Markus? Auch nicht. So. Na ja, dann fahre ich mal schnell zum Schloss rüber und du passt schön auf den Hund auf, ja? Mhm. Komm her. Alter. Ich muss kurz weg. Dass wenigstens mein Zimmer unangetastet geblieben ist. War das Absicht oder hast du es nur übersehen? Luises, Maximilian, der Sekretär, die Stühle, drei Wandspiegel, ein kleines Vermögen. Das hätte sich doch spielend zu Geld machen lassen. Wie konntest du das nur übersehen? Oder war es Rücksichtnahme? Dann bin ich dir ja am Ende sogar noch zu Dank verpflichtet. Dass du das Arbeitszimmer vom Papa verscherbelt hast und das gesamte Rokoko-Mobiliar aus dem roten und grünen Salon, alle alten holländischen Meister. Tja, damit lässt sich leicht leben. Das bisschen Erinnerung, was mich mit all dem verbunden hat. Weißt du, wie teuer Erinnerungen sind? Bist du fertig? Du machst es dir verdammt einfach, Silva. Weißt du, wie lange du nicht mehr auf Bernried warst? Wer hat mir denn immer wieder versichert, dass hier alles zum Besten steht? Was hätte ich dir sagen sollen? Dass die Kosten für die Instandhaltung dieses alten Kastens mich langsam auffressen? Immer wieder habe ich aus den Einnahmen der Glashütte zugebuttert. Weißt du, was mich allein die Orkanschäden gekostet haben? Ich stehe in den roten Zahlen, Silva.
Jetzt ist das Schloss an der Reihe, sich zu revanchieren. Mit dem Inventar der Bernried. Warum hast du das Schlossrestaurant zugesperrt? Das war eine Goldgrube. Es stand und fiel mit Herrn Brenken. Ein Angebot aus Genf. Ich konnte nicht mithalten. Er kündigte. Das hättest du verhindern müssen. Ich, ja. Immer ich. Darf ich dich daran erinnern, dass wir gemeinsam die Verantwortung für das Schloss übernommen hatten? In München die Hotelmanagerin spielen, aber mich hier mit dem ganzen Schlamassel allein lassen. Wo sind die Bilder und wo sind die Möbel? In einem Auktionshaus in München. Eingelagert. Wann findet die Auktion statt? Am 22. Sie findet nicht statt. Ach, Martin, kommen Sie rein. Das ist Martin Rombach, mein Onkel Maximilian Bernried. Ja, wir haben uns hier kurz auf der Beerdigung Ihres Bruders kennengelernt. Ja, richtig. Ich erinnere mich. Grüß Gott. Ach, Martin, Ihre Hinweise haben mir keine Ruhe gelassen. Ich bin schon heute Morgen gekommen. Übrigens war es Herr Rombach, der mich auf die Situation des Hauses aufmerksam gemacht hat. So? Ja, besonders natürlich auf den katastrophalen Zustand Ihres Waldes. Besonders im Windbruch. Also, da ist überall der Käfer drin. Sie müssen etwas unternehmen, Baron. Silva ist für den Wald genauso verantwortlich wie ich. Da sie momentan vor Tatkraft sprüht, wenden Sie sich doch vertrauensvoll an sie. Sonst noch etwas? Ja, die Adresse des Auktionshauses. Ich darf mich dann wohl verabschieden. Sieht nicht gut aus, was? Nein, das sieht nicht gut aus. Ja, ich werde wohl nach Bernried, nach Küblach zurückkehren müssen. Merkwürdig. Mir stellt sich die Frage, ob ich in Küblach bleibe. Hallo, Papa. Wo willst du denn hin? Katja abholen. Wir wollen baden gehen. Das müsst ihr leider verschieben. Warum denn? Sind Angelika und Andrea schon da? Ja. Komm, dann dreh um. Ich hab euch etwas zu sagen. Oh Mann, hat es nicht Zeit bis heute Abend? Nein. Alle mal hier hören! Papa hat was zu verkünden. Aha. Aber beeilt euch bitte, ich möchte heute noch baden gehen. Rika? Peter, kommt ihr mal? Ja. Was ist denn? Setzt euch bitte. Tja, also, wie sag ich's euch am besten? Vielleicht fragst du uns erstmal, ob wir alle gut sitzen. Sitzt ihr alle gut? Ja, danke, prima. Tja, also bei meinem Besuch gestern im Ministerium, da ist mir die Leitung des forstwirtschaftlichen Fuhrparks Oberbayern angeboten worden. Toll. Und wie willst du das machen? Jeden Tag hin und her pendeln, oder wie? Nein, wir müssten nach München ziehen. Nach München ziehen? Oh, ich glaube, ich drehe durch. Das ist ja irre, total irre. Spinnst du, oder was? Nee, also dann kannst du es sowieso vergessen. Sei mir nicht böse, aber Katja wartet. Markus, lass bitte deinen Vater doch erstmal ausreden.
So, das ist eine ganz interessante Aufgabe. Jede Menge Verantwortung und ja, ein bisschen Karriere wäre auch noch drin. Wegen ein paar hundert Mark mehr im Monat sollen wir hier ausziehen? Ohne mich, da mache ich ganz bestimmt nicht mit. Markus. Ihr denkt doch nicht im Ernst daran, hier aus Küblach wegzuziehen, oder? Also eins sage ich euch, so wie damals in Augsburg läuft das diesmal nicht. Der Papa bekommt eine neue Stellung und zack, bumm, sollen wir wieder brav hinterherzuckeln. Nee, also diesen Zirkus mache ich bestimmt nicht nochmal mit. Ich möchte wenigstens gefragt werden. Genau das tue ich im Moment. Ach, du hast dich doch schon längst entschieden. Das sehe ich dir doch an. So, ja, mag sein, aber ein Stimmzettel entscheidet noch keine Wahl, Markus. Und wir Rombachs waren doch bisher, denke ich, immer eine ganz passable Demokratie. Ach, komm. Der Markus spinnt. Der spinnt total. Gibt's in München auch einen Tierpark? Einen wunderschönen sogar. Hellabrunn. Gibt's auch Seehunde? Oh, viele Seehunde, Rika. Hellabrunn ist ja weltberühmt wegen seiner Seehunde. Toll. So, jetzt geht's schon spielen. Seehunden auf Stimmenfang. Herr Rombach, Herr Rombach. Ja, dir könnte ich Theater anbieten, Museen. Wann wär's denn soweit? In 3 Monaten. Meine Mutter ist begeistert. Das kann ich mir vorstellen. Was glaubst du, wird Oma Hertha dazu sagen? Hm. Ja, werden wir das ganz vorsichtig beibringen müssen. Mir erst ein Riesentheater machen, als ich weg von der Schule und Schreiner werden wollte, verstehst du? Und wieder zurück in die Schule. Na und? Was macht der Papa denn anders? Von Augsburg nach Küblach und von Küblach nach München. Das ist doch total was anderes. Dann haut doch ab. Haut doch einfach alle ab. Mir ist es egal. Ich bleib hier. Ist wegen Katja, ne? Ja, es ist wegen Katja. Aber nicht nur. Ja? Gut, Oma Hertha. Sag ich Papa. Hallo, Oma Hertha. Wir ziehen nach München. Ist das nicht toll? Oma Hertha hat angerufen. Was wollte sie denn? Wenn du Zeit hast, möchtest du mal vorbeischauen. Ich habe ihr gesagt, dass wir nach München ziehen. Ach, du lieber Gott. Und was hat sie gesagt? Zuerst gar nichts. Dann hat sie gelacht. Angelika. Ja? Deine Stimmabgabe fehlt noch. Ach, tatsächlich? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Aber mir. Tja, Martin. Wenn du dich entschieden hast, ist einfach nicht zu begreifen. Heißt seit 4 Wochen, dass wir aus dem Haus raus müssen. Und sag kein Wort. Wie findest du das? Ja, da jeder von uns, auch Vinzenz, der will dir eben so lang wie möglich Sorgen ersparen. Ach. Ja, da, ich... Ach komm, das ist doch alles Vogelstrauß-Politik. Ach, ich bin so wütend, ich könnte den Vinzenz mit dem nassen Lappen erschlagen. Oh, komm, schon. Wir werden schon irgendetwas für euch finden. Irgendwas finden, Martin. In 8 Wochen muss das Haus geräumt sein. Mein Gott. Alles hätte ich mir träumen lassen, bloß das nicht. Und dann Rika. Weißt du, was die mir am Telefon erzählt hat? Dass ihr nach München zieht. Also, was die sich alles einfallen lässt, der hat mir zuerst einen richtigen Schreck eingejagt. Ja, das stimmt. Was? Das mit München. Man hat mir eine Bombenstellung angeboten. Sag das nochmal.
was? Dass ihr das Forsthaus im Stich lassen wollt. Hertha, so würde ich das eigentlich nicht formulieren. München ist eine einmalige berufliche Chance. Oh, komm, Martin, du machst doch Quatsch. Nein, nein. Ja. Hab ich damals in Augsburg alles aufgegeben, um euch das Einleben im Forsthaus zu erleichtern? Ja. Ja, und? Sind wir denn nicht glücklich gewesen? Alle zusammen in Küblach? Natürlich, Hertha. Aber... Fast 3 Jahre lang bist du mit deinen Problemen zu mir gekommen, mit beruflichen und auch mit privaten. Manchmal habe ich dir helfen können und jetzt bin ich nicht mal gefragt worden. Hertha, bitte. Ist schon gut, Martin. Ihr habt Nägel mit Köpfen gemacht. Jetzt mache ich auch Nägel mit Köpfen. Was hast du denn vor? Weg von Küblach! So schnell wie möglich! Klemmt dieses. Die Taste mit dem B klemmt. Und die mit dem Punkt auch. Warum hast du die Maschine nicht schon längst mal zur Reparatur gebracht? Ich brauche sie doch fast gar nicht mehr. Aber ich. An wen schreibst du denn da? Komm, Vinzenz, bitte, geh wieder ins Bett, ja? Gestern Morgen nach München gefahren bist. Ich hatte ein ungutes Gefühl. Ja, da siehst du mal, wie man sich irren kann. Wirklich? Wenn wir nach München gehen, dann... Ja? Die Rombach wären nicht mehr das, was sie waren. Der Markus meint es ernst mit seiner Ablehnung. Und so, wie du mir die Reaktion von Oma Hertha geschildert hast, wir alle miteinander, wir wären kreuzunglücklich. Meinst du? Das weißt du doch selber. Wenn du morgens aufstehst, dann führt dich dein Weg nicht mehr in den Wald. Mehr zu deinen Waldarbeitern. Du wirst in ein grässliches Büro müssen. Von morgens bis abends Papierkram erledigen. Dass ich dann meine Praxis aufgeben müsste, damit habe ich mich schon abgefunden. Sieht also ganz so aus, als ob München wackelt. Nur noch 5 Stimmen dafür. Ach, Unsinn, Martin. Du meinst, dass du nach München gehen musst, dann komme ich doch selbstverständlich mit. Von dir war doch gar nicht die Rede. Moment mal. Oma Inge, Andrea, Rika, Peter, wenn auch bestochen. Ich und du, das sind 6. Tut mir leid, Angelika, aber auf mich könnt ihr nicht mehr zählen.
Es ist etwas ganz Entscheidendes dazwischen gekommen. Und wenn der kleine Kerl sich bis zum Winter nicht erheblich mehr Fett angefressen hat, dann werden wir ihn ins Haus nehmen müssen. Da können wir doch nicht einfach verschwinden und zulassen, dass der kleine Igel verhungert. Das ist ein Argument, dem auch das Ministerium zustimmen muss, oder? Es gibt kein besseres. Gib's zu. Das Forsthaus und alles hier verlassen. Daran hast du doch nie ernsthaft gedacht, oder? Naja, ich weiß nicht. Regierungsdirektor Martin Rumbach. Das wäre ganz hübsch gewesen. Auf der Visitenkarte. Nur Bahnhof. Na gut, ich werde es ja ausrichten. Morgen früh. Weißt du, wie spät es ist? Na schön, auf deine Verantwortung. Na. War das eben Telefon? Ja, Martin. Ich soll dir ausrichten, die Rombachs bleiben in Kübler. Oh, Gott sei Dank. Wollte Martin denn weg? Der Brief. Was für ein Brief? Los, zieh dich an. Was, mitten in der Nacht? Hat das nicht Zeit bis morgen? Mach schon. Zieh dir was über deinen Pyjama, komm. Überleg doch, bevor man so einen Brief abschickt. Ach, ich hatte einfach die Nase voll. Von unserem Haus, von Martin, von Kübler, von, ach, von allem. Wie soll ich den Brief jetzt wieder aus dem Briefkasten angeln? Mit dem Ding da? Ja, du musst. Sonst stehen wir in 2 Monaten auf der Straße. Na, vielleicht nimmt er den Brief gar nicht so wichtig. Ach, gar nicht so wichtig, na, du bist gut. Was glaubst du, was ich deinem Hausherrn alles geschrieben habe? Und hinter jedem Satz ein Ausrufezeichen. Wieso und was? Weil bei deiner verdammten Schreibmaschine der Punkt klemmt. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich krieg sie nicht richtig rein. Ach, lass sein, brauchst du gar nicht. Schon gelehrt. Der muss gerade weg sein. Und jetzt? Ja, und jetzt? Jetzt kannst du wirklich anfangen zu weißeln. So ein Mist. Grüß Sie, Silber. Grüße Sie, Herr Bieler. Schön, dass Sie gekommen sind. Herr Rombach hat Ihnen doch bestimmt schon gesagt, um was es geht. Ja, ich weiß Bescheid. Bitte. Dankeschön.
Und Sie sind sicher, dass Sie den Wald wieder in den Griff bekommen, Herr Bieler? Ist ja mein Beruf. Das heißt, es war mein Beruf. Aber wenn man so lange als Förster gearbeitet hat. Danke. Ich habe mich schon an Ort und Stelle umgesehen. Schlimm, was der Orkan da angerichtet hat. Ja. Also groß bezahlen kann ich Sie nicht, Herr Bieler. Ist auch nicht nötig. Bin ja froh, wenn ich wieder richtig arbeiten kann. Aber ich könnte Ihnen zu einer neuen Wohnung verhelfen. Hier in Küblach? Ja, hier in Küblach. Herr Rombach hat mir gesagt, dass Sie in ein paar Wochen auf der Straße sitzen werden. Ja, leider. Wie viel Zimmer hätte denn die Wohnung? Zimmer? Ja, da muss ich mal nachdenken. Also, Bäder gäbe es 5. 5 Bäder? Aber es ist keine Badeanstalt. Und Zimmer, ja, warten Sie, es sind 28. So ein großes Haus gibt's ja gar nicht in Küblach. Nun ja, es ist auch nicht direkt in Küblach, es ist etwas abseits. Ah ja, ich weiß, was Sie meinen. Sie meinen die Kaserne von Waldkreuth, die gerade aufgelassen wird. Nein, es ist auch nicht die Kaserne in Waldkreuth. Wer ist denn der Vermieter? Der Vermieter ist eine alleinstehende Frau. Wie alt? Mitte 30. Eine alleinstehende Frau Mitte 30? Da ist doch der Wurm drin. Aha. Ist die Dame umgänglich? Ich meine, kann man mit ihr reden? Ja, sie tun es bereits. Seit ungefähr 5 Minuten. Oh. Ja, kannst du dir denn nicht vorstellen, in einem Schloss zu wohnen? Doch, das ist fantastisch. Mhm. Aber mein Gott, wer soll denn das sauber halten? Wie viele Zimmer hatten das eigentlich? Ach, 28. Ach, du meine Güte. Wenn Nummer 28 fertig geputzt ist, dann kann man gleich bei Nummer 1 wieder anfangen. Ja, außerdem glaube ich, wäre mir das doch ein bisschen unheimlich. Ach, Hertha, wer auf der Straße sitzt, der darf doch keine Angst vor Gespenstern haben. Du schau mal, der alte Kasten, der steht immer gerade leer. Und da hat sich Silva gedacht... Kann auch die alte Schachtel in dem alten Kasten wohnen, ne? Das mit dem Wurm nehme ich natürlich zurück. Hertha, hast du schon gehört? Ja, das ist unglaublich. Also wenn mir heute Morgen jemand erzählt hätte, ich soll mit dir in einem Schloss wohnen, den hätte ich glatt für verrückt erklärt. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Sie tun mir einen Gefallen. Was den Mietvertrag angeht. Das regeln Sie am besten mit mir. Der Vinzenz hat diesbezüglich eine etwas unglückliche Hand. Hm? Einverstanden. Ja, dann denke ich, Sie schauen sich zuerst einmal Ihre neue Bleibe an. Ach ja, falls es nachts einmal rumoren sollte, das ist Konstantin Bernried. Aber er ist schon seit über 300 Jahren tot. Naja, er findet einfach keine Ruhe, der alte Herr. Siehst du. Hat der nicht seine Frau erdolcht? Also, Witze sind das. Hier los am Wochenende? Wartet ihr mal einen Moment. Ich schaue mal rasch rüber. Hey, schau mal da drüben. Alte Indianerinnen sind doch selten hier in der Gegend, oder? Das kann doch nur Oma Hertha sein. Sie grillt. Mann, habe ich einen Hunger auf einmal. Hast du nicht genug zum Frühstück gekriegt?
Morgen, Herr Baron. Aha. Morgen, Martin. Wo hast du denn die ganzen Arbeiter her? Tschechischen Kollegen drüben. Wer bezahlt das? Alzinger. Ich habe das Holz auf Block gekauft. Sind wir jetzt also wieder sozusagen Kollegen? So ist es. Gratuliere. Und wie fühlt man sich so als Schlossherr? Abgesehen davon, dass Hertha und ich uns abends so verlaufen, ausgezeichnet. Entschuldige bitte, ich habe eine Menge Arbeit. Ja, ja, komm, Ecke. Ach, Herr Kollege, wenn Sie bitte schnellstens dafür Sorge tragen würden, dass der Windwurf da drüben wieder in Ordnung kommt. Schaut ja schlimm aus. Selbstverständlich. Herr Kollege. Was? Du weist ein hungriges Bleichgesicht ab? Jawohl, denn diese Würstchen sind abgezählt für Vinzenz und seine Arbeiter. Och mei, ein Eichkätzchen. Wo? Da drüben. Markus, nimm die Finger von den Würstchen. Der Blitz des großen Manitou möge dich treffen. Geh in Frieden, mein Sohn, aber geh. Puck. Ich habe gesprochen. Alte Indianerinnen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren.